Was ist anders? Was ist jetzt in dieser Corona-Krisenzeit anders in deiner persönlichen Erfahrung des Lebens, deiner selbst, deiner Situationen, deiner Beziehungen? Das ist ein interessantes Thema, was du mal erforschen kannst. Diesmal empfehle ich übrigens nicht, mit Bodenankern und Zetteln zu arbeiten, sondern ganz offen. Einfach gleich, nachdem ich ein bisschen Anregungen gegeben habe, dich 10 Minuten hinsetzen und erforschen, was du erlebst und dann Notizen machen. Was erlebst du anders? Ich erzähle mal so ein paar Dinge, die ich aus meiner eigenen Erfahrung benennen kann. Das eine ist, ich bin überrascht, wie wenig ich wirklich Stunden in bedrängter Angst empfinde. Ich habe über 90% Verdienstausfall, habe hohe Kosten, weil ich gerade eine Wohnung gekauft habe und die natürlich wirklich nicht verlieren will. Und trotzdem trägt mich irgendwie, ich weiß gar nicht woher, ein Vertrauen, dass da etwas Gutes bei rauskommt aus dieser Erschütterung und aus dieser Krise. Manchmal habe ich durchaus Anfälle von Angst und Bedrängnis. Und manchmal gibt es auch dann so ein agitiertes Verhalten, schnell irgendwas machen wollen. Aber ich komme dann meistens einigermaßen schnell zur Besinnung und komme eher in so einen Zustand von einem sogar größer als sonst spürbaren, tiefer als sonst spürbaren Vertrauen. Und schau mal, was du in dieser Frage, hast du Ängste und bedrängt dich das Ganze? Ich werde auch noch einen speziellen Vortrag zum Thema Ängste machen. Aber ob du grundsätzlich dich ängstlich fühlst oder irgendwie eher Vertrauen fühlst. Zweites Thema, Herzlichkeit. Ich erlebe ganz deutlich, vor allen Dingen in kleinen Kurzbegegnungen, ich gehe ja mit Pina, mit meinem Hund ständig irgendwie so draußen in der Luft rum und beim Einkaufen in der Apotheke und so weiter. Es gibt Menschen, die sind schon mal ein bisschen gereizt. Aber irgendwie erlebe ich meistens, dass im Moment eine Offenheit, eine Herzlichkeit, eine Bereitschaft zu kleinen Begegnungen und zu kleinen Kontakterlebnissen ist, dass man auch achtsam miteinander umgeht und so weiter. Dass eine Herzlichkeit, dass so die Herzen irgendwie aufgegangen sind durch diese Erschütterung, durch dieses Rauskommen aus dem Trott. Und ich merke auch bei mir selber, ich habe zum Beispiel im Aldi jemanden gefragt, haben Sie Desinfektionstücher? Nein, haben wir nicht. Das ist sie zum 1000. Mal gefragt worden und sie war genervt. Und ich habe eigentlich so häufig die Erfahrung, wenn ich so plötzlich so angeschissen werde, dass ich mich erschrecke und zugehe. In der Situation war ich ganz bleibend offen. Diese Großzügigkeit mit so Zuständen, in denen andere Menschen sind, nimmt für meinen Begriff, für mein Verständnis sehr zu. Dann die wichtigen Beziehungen in der Partnerschaft, das kann natürlich auch mit Kindern sein, in der Familie oder mit engen Freunden. Es gibt manchmal so ein bisschen diesen Koller aufeinander geworfen sein und viel mehr Zeit miteinander verbringen müssen und viel weniger ausweichen können. Und da können auch Konflikte auftauchen. Das haben wir ja in China gehört, wie sehr da die Fälle von häuslicher Gewalt zugenommen haben. Die Frauenhäuser sind überfüllt und so weiter. Und gleichzeitig gibt es auch eine andere Art von Begegnung und Bewusstsein der Wichtigkeit füreinander. Schau einfach mal, wie du das Erleben deiner wichtigen Beziehungen benennen würdest. Denn was ich ganz deutlich wahrnehme, ist Wachheit für Erfahrung des Augenblicks. Ich bin heute Morgen mit Pina durch diese Sonne gegangen. Da ist so viel glitzernder Rhein und jetzt aufgehende Knospen und Lichtsituationen und Atmosphärisches und die Vögel. Also dieses, was man häufig so hört, ich habe ja auch eine psycho-onkologische Ausbildung, habe mit krebskranken Menschen psychotherapeutisch gearbeitet. Dieses, plötzlich wird das Kleine so bewusst und so kostbar, das erlebe ich ganz ohne krank zu sein und ohne, dass es schon so ernst ist, in dieser Krise auch. Ich bin viel offener für Wahrnehmung, wacher, berührbarer, auch sinnlich berührbarer, durch Schönheit, durch etwas Berührendes, durch das Herz geht auf durch den Frühling und auch berührbarer für Schmerzen, Trauer, Mitgefühl. Gestern mit jemandem telefoniert,
der es nicht gut geht. Und das ist natürlich auch sowieso meine Arbeit, dass ich da berührbar bin. Aber trotzdem merke ich, da geht etwas tiefer und leichter und weicher auf. Dann stelle ich fest, eine gewisse Willensstärke, beispielsweise wirklich jeden Tag meditieren. Ich bin eigentlich jemand, der seit Jahrzehnten meditiert und das sehr, sehr schätzt und die Wirkung sehr überzeugt ist von der Wirkung. Aber ich bin auch ein Schwänzer, wenn ich ehrlich bin. Oft schwänze ich die Meditation. Jetzt im Moment bin ich sehr entschieden, das jeden Tag zu machen, weil diese kostbare Zeit bewusst erlebt sein will und weil das einmal oder zweimal am Tag, morgens und abends, ganz konzentriert die Wahrnehmung aufmachen, so kostbar ist. Und alle möglichen anderen Dinge können in deiner Erfahrung jetzt im Moment anders sein. Das ist meine Anregung. Nimm dir mal 10 Minuten Zeit mit Timer, setz dich hin, lass die Augen zugehen, mach eine Minute Stille und dann forsch mal, indem du einfach aussprichst, was ist im Augenblick in meiner Lebenserfahrung durch die Krise anders. Nicht meine Erfahrung nachmachen, nicht zensieren, dass sie gut sein sollen, wie meine Erfahrungen meistens jetzt gut waren, was ich gesagt habe, es ist auch so, sondern dich erforschen. Schau mal, was ist anders?